Hallo zusammen, jetzt schlägt er hier aus. Ich hoffe, das ist nicht zu laut mit dem Mikrofon, aber ich bin eben mit der Stimme meistens eben ein bisschen leiser. Da macht das dann vielleicht nicht ganz so viel. So, wir wollen dann mal ein bisschen anfangen zu fahren. Hier ein Szenario von Lele habe ich mir ausgesucht heute. Geht nicht ganz so lange, wenn ein paar Zuschauer bei reinkommen und wir noch einmal eins aussuchen können. Können wir noch mal eins raussuchen, erzähle ich später dann noch mal. Falls wir noch mal ein paar Zuschauer reinkriegen hier, gucken wir mal. Erstmal fange ich mal ein bisschen an zu spielen, mal sehen. Ja, habe heute mal wieder ein bisschen Zeit gehabt, nachdem ich jetzt die ganze Zeit nur am Arbeiten war, stundenmäßig 11 bis weiß ich wie viele Stunden da, 10 Stunden. Und ja, da freut man sich, wenn man mal wieder ein bisschen was rumeiern kann am PC, rumspielen kann. Probieren wir mal ein bisschen aus hier. So, nehme ich euch gleich mal rüber. So, da sind wir dann. Siehst du, es klappt hier schon mal. So, dieses eine unten habe ich schon mal gefahren. Ich weiß nicht, von wem das noch war. HZL 88660 und jetzt haben wir mal den 88685. 16 Uhr, 14 Uhr, gut, der fährt ein bisschen früher, deswegen. Ja, können wir mal Winter fahren. Ne, wird jetzt ja auch bald kühler draußen. Denke, das passt schon. 650 fahren wir heute mal. Gucken, ob ich damit noch klarkomme. Ja, ich war damals ja auch schon mal bei der mit der 650 unterwegs. Das war dann bei der Strohgäubahn von der WEG bei Stuttgart. Ja, das ist nicht ganz so weit von Konstanz-Villingen eigentlich entfernt, wenn man so will, von den Strecken, die es so auf dem Train-Simulator gibt. Aber so eine Nebenstrecke fehlt halt ein bisschen.
Ich glaube, da gibt es ja nur die nach Immendingen, glaube ich, noch mit der Dampfzug. Aber da kann man natürlich auch mit der HZL 650 fahren. Ich hoffe, die Geräuschkulisse passt alles im Hintergrund mit dem Spielen. Da ist nichts, was ein bisschen zu laut ist oder so. Ja, wir gucken mal, ob das alles klappt. Muss dann mal gucken, wann ich mal wieder dann, ob ich da mal irgendwie was schaffe, mal frühzeitig anzukündigen, wann ich streame. Aber momentan geht das noch nicht so einfach, weil das muss ich spontan derzeit machen. Es ist leider anders nicht möglich. Mach dann kurz vorher, dann ändere ich mal sowieso die Texte. Ist dann halt natürlich sehr früh, sehr, sehr kurzfristig. Ja. Und sonst, gucken wir mal, ob ich das dann irgendwann nochmal hinkriege, dass man es früher weiß. Wir sind da. Ja. Also von Lele ist das Szenario HZL 8685 Villingen Schwarzwald. Das soll dann der Montag, 28.01.2019 sein. Oh, war da so verschneit? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder er wollte, dass es so verschneit ist. Hallo, du übernimmst heute die HZL 88685 der Hohenzollerischen Landesbahn. Zweck. Ja, ich glaube, die haben sich hier zusammengeschlossen, ne? Oder aufgekauft. Kommt aus Bräunlingen Bahnhof weiter nach Villingen-Schwarzwald. Macht deine Zugabfahrt. Was? Jetzt kann ich noch nicht mehr lesen. Macht deinen Zug abfahrtsbereit, so meint er das. Die Abfahrt ist um 16:15 Uhr. Achte bitte auf den Haltewunsch. Informationen: Zugart O, VMAX 120, weil das Fahrzeug sowieso nicht mehr kann. Genau. Also die Kirchenglocken sind schon mal am Läuten. Das ist unser Gefährt, 0650, HZL. Gar nicht aufgerüstet. Kann ich durch ihn stehen ohne Aufrüstung? Ja, gehen die jetzt hier auch noch auf? Theoretisch dürfen sie nicht. Quatsch, was habe ich? Nicht auf, sondern die Schiebetritte raus. Die könnten theoretisch. Oh, da will wieder sich einer vom Zug schmeißen. Hat sich aber nochmal anders überlegt. Ja, im roten Signal wird auch nichts kommen. Nein, das sind hier. Also irgendwas ist hier mit dem Sound komisch gerade. Ne? Schiede, bang. Stimmt, weil irgendein Update rauskam hier vom Windows gestern. Deswegen denke ich, da hat er bestimmt hier die Soundkartentreiber durcheinander gebracht. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich hier wieder kein Stereo-Sound eingetragen. Super. Muss ich mir nachher nochmal angucken, bevor wir das nächste starten. Fehlt dieser schöne Sound. Also jedes Mal ist irgendwas hier. Außer das ist da.
meine tatsächlich noch kein Licht angehabt hier. Nein. Ja, leider, da kann man die Tür nicht selber zumachen hier. Da ist ja keiner beim Ein- und Aussteigen. Ich liebe das, wenn die schönen Tastaturbelegungen immer woanders sind hier. Ja, das ist leider hier nicht ganz, das ist leider nicht ganz so gut hier eingestellt hier. Normalerweise musste man mit der Fahrstufe 4 oder 5 die 80 eigentlich halten können. Nächste Station, Donaueschingen, Aufen. Bitte aufs Halt. Bitte Halterungstaste drücken. Ausstieg rechts. Also schwierig hier, wenn man gar nicht weiß, wo die jetzt sind. Da muss man ja streckenkundig sein. Weil jetzt mit der Ziel einen da nach Villingen gemacht, aber. Gut, die hat man jetzt natürlich nicht gesehen. Den Halt eben. Da hätte ich ja theoretisch dann halten müssen. Das ist ja auch Bedarfshalt. Da standen welche. Aber ich habe halt mangelnde Streckenkunde hier. Ja, und in, wie heißt das, in der Richtung Bad Wildbad, da gibt es ja auch so Bedarfshaltestellen. Da gibt es sogar so Signalanlagen, die da zeigen, dass jemand
da einsteigen möchte, an bestimmten Bahnsteigen. Die sind wirklich teilweise richtig kurz. Ja. Gott sei Dank müssen wir da mit der 425 nicht halten, die wird da gar nicht ranpassen. Teilweise sind die so klein, dass die das mit den Karlsruher Straßenbahnen nur mit einer Tür öffnen dürfen. Da. Das ist echt heftig. Eieiei, ei, ei, ist das hier laut? Ist das hier ein Bahnhof oder wo sind wir hier? Bregachtal, Kleck, Bedarfsort, mit der Haltewunschtaste drücken, Ausstieg, rechts. Jo, welche Kilometer ist das denn schon wieder? Ja, man sieht ja auch gar keinen Bahnsteig hier. Aber was ist das da? Wie heißt das? Bregachtal, Klängen? Halt auch nur ein Eingeschmeckter, ne? Habe ich von dem Namen in Baden-Württemberg nicht so die Ahnung, wie das einmal alles ausgesprochen wird. Da stehen welche, den müssen wir bremsen. Jawohl, Bedarfshalt halt. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir pünktlich in Villingen ankommen. Hält ja hier doch recht lang schon an so einem Bahnsteig. Müsste
man eigentlich hier so einen schönen Fahrplan erstellen, wo dann Bedarfshalt draufsteht, wo wann mehr ist, wie viel Uhr. Das wäre gut. Dann könnte man ein bisschen besser planen, auch mit der Ankunftszeit später. In Villingen. Das zeigt ja so wegen den ganzen Ansagen eine falsche ETA-Zeit an. Die SIFA nur auf Leertaste normalerweise hat. Aber wenigstens stehen die hier alle. Wie heißt das? Brigachtal Kirchdorf. Da haben wir keinen Bedarfshalt? Oder haben wir da auch einen Bedarfshalt? Fehlt eindeutig der Fahrplan, um zu wissen, wo man halten muss und wo man Bedarfshalter hat. Nächste Station, Marbach West. Bedarfshalter. Bitte halten Sie die Taste drücken. Aufstieg rechts. Kam wieder was von vorne. Was ist das denn? Ach, auch eine HZL. Machen wir uns jetzt auf den Weg. Zacki, zackig weg hier. Ja, mir fehlt ein bisschen so die von der Strohgäubahn, das schöne rechte Display, da mit den Motoren und dann von FIS einstellen und so. Ich glaube, das hat die, ich weiß gar nicht, wie das bei der HZL ist, wie die das mit der FIS machen, da haben sie wahrscheinlich so ein extra kleineres Gerät wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Oh, was ist das? Ist aber ein recht langer Nachladeruckler. Warum haben die denn nicht überall mit Leertaste? Dann kann man viel schöner fahren, wenn die auch mit der Leertaste drauf ist. Die SIFA. Q oder Enter-Taste auf dem Numm ist einfach blöd, finde ich. Die Enter-Taste auf dem Numm ist, finde ich, sogar noch schlimmer, weil dann kommt man noch schlechter hin. Ich
fahre lieber mit der linken Hand und mache nicht mit der rechten Hand zu viel. Ach, das ist nicht gerade jetzt fahrgastfreundlich gehalten. Aber wie gesagt, ich kenne mich hier nicht aus, kenne die Länge noch nicht so vom Bahnsteig, ja. Muss mal drüber weggucken. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch hier an einem Spielgeräusch. Sonst müsst ihr es reinschreiben. Wenn ihr mich gar nicht mehr verstehen solltet, weil der Motorengeräusch zu laut ist. FIFA wollte ich drücken, Mensch. Ey, da kommen wir sogar noch ein bisschen später, ja? Halte warten. Gerade Glück gehabt, war noch gerade gesehen, gerade wieder richtig reingegangen im Führerstand. Da nicht eben ein 500 Hertz Magnet? Wieso habe ich keine 500 Hertz Beeinflussung? Das ist beim Fahrzeug noch nicht drin hier? Ich weiß es nicht. Warum drückt jemand Haltewunsch bei einer Villingen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Villingen ist ja eh, muss er ja eh halten, um Strecke zu wechseln, ja, Richtung zu wechseln.
Was sollte der Marker machen für die Genehmigung? Ich weiß es nicht. Ja, also hier bleibe ich jetzt gerade stehen. Tja, keine Ahnung. Warten wir auf irgendeinen Zug, der da rausfährt oder so. Tab-Taste funktioniert nicht. Okay. Oh, bei einigen gibt es auch einen Dichtigkeitsprobentest. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Normalerweise kenne ich das nicht. Ich müsste das kuppeln, entkuppeln eigentlich irgendwo sein, oder nicht? Also Dichtigkeitsprobe bei einem Fahrzeug, was gar keine Hauptluftleitung hat, ist irgendwie sinnlos. Hm. Ich meine, das ist normalerweise für die ja, Entkupplung für Fahrzeuge, der Schalter. So, und wann kommen wir da jetzt rein? Gar nicht mehr, oder wie? Einen Brief haben wir ja auch nicht gekriegt oder so. Befehl meine ich. Briefe. So, tun wir mal kurz so, als ob wir einen Befehl hätten. Schauen wir mal. Ja. Hallo? Funktioniert das hier noch nicht so richtig mit dem Fahrzeug, die PZB? So leichte Störung, ne? So. Keine Ahnung, was das hier ist. Ne, wir fahren jetzt. Jetzt ist aber zumindest das Gleichsperrsignal auf SH1 gegangen. Ja. Alles gestört bei dem Signal. Oder war das der 1000 hätte oder hätte ja auch ein paar Sekunden später erst kommen dürfen. Nächste Station, Villingen. Diese Zugfahrt endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Heute abweichend in Fahrtrichtung links. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie alle auszusteigen, da diese Fahrzeuge in die Abstellanlage rangiert werden. Okay, ich dachte, die fahren nach Rottweil. Naja gut, derzeit wahrscheinlich nicht. Hm.
Ja, wir haben doch erst einen Befehl gekriegt, Mensch, können wir auch nichts für. So, fahr los, fahr raus da. Tanken sollen wir fahren, dann gucken wir mal. Aber dann lasse ich PZB aus, glaube ich, weil die hat gerade nicht funktioniert. Beim Rangieren mit so einem Signal vorbeifahren. Weiß jetzt auch gar nicht, wie man die ZZ1 hier ändert, sonst hätte ich noch schön nicht einsteigen machen können. Ah, der Fahrdienstleiter kennt sich schon aus, wir machen wahrscheinlich schon häufiger, deswegen nicht mal mit dem Fahrdienstleiter unterhalten, schon gleich hier dürfen wir vorbeifahren. Aber ich drücke trotzdem Befehl-Taste. Ja, da muss ich erstmal selber gucken. Hier kenne ich mich nicht aus. Da müssen wir, glaube ich, geradeaus, wenn das die Tankstelle sein soll. So, das war es richtig. Da war die Federspeicherbremse. So, dann können wir jetzt tanken. Wie war das hier noch? T, glaube ich, ne? Oder was muss man da drücken?
Da fühlt sich's. Ja, also sollen wir nur eine Seite tanken? Na gut, das kann der Simulator nicht simulieren, ne? Weil normalerweise sind da zwei Tankeinfüllstutzen, weil es sind ja auch zwei Motoren. Also hier einmal und so einmal. Mal eben sehen, kann man die eigentlich sehen hier bei dem. Richtig, die Tankfülleinstutzen, die müssen hier an der Tür sein. Da einer. Und hier einmal. Da muss man die Klappen aufmachen. Da sind eigentlich die Tankfüllstutzen. Tja, und wenn dann diese Fahrzeuge noch mit AdBlue ausgestattet sind, haben sie hier nochmal eine eigene Tank-Einfülleinstutzen wie bei Strohgäubahn. Ja, die müsste man dann auch nochmal füllen. Wo müssen wir überhaupt hin? Fliegen wieder nach Gleis 1. Ist das richtig? Also wieder zurück. Ja, dann müssen wir dann kurz tauschen hier. Ja, normalerweise, ich habe jetzt gerade geguckt, also normalerweise gibt es nur vor und zurück und Leerlauf kann man glaube ich so nicht schalten, wenn ich mich noch recht entsinne. Der Leerlauf dürfte glaube ich so nicht kommen, wenn man hier nur die Schalter für vorwärts und rückwärts hat. Wenn man einen Leerlauf haben möchte, glaube ich, wie war das denn noch? Boah, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, Leerlauf gibt es in dem Sinne gar nicht. Ja, da können wir auch ausstellen, richtig. Ja, gut, aber ich glaube, sonst habe ich hier nichts, was ich noch ausschalten kann. Lampenprüfung. Geht nicht, gut, okay. Ja, also bei der Strohgäubahn ist das hier auf Automatik. Da kommt das Licht automatisch. Schade, dass was bei hier nicht ist. Das sind halt die alten Kissen, die Einsern noch, die man hier nachgebaut hat. Oder so ein Zwischending zwischen den Einsern. Hat uns auch schon die Zustimmung der Zurückfahrt gegeben, ist ja auch nett. Tja, wo sollen wir die Fahrzeuge gleich abstellen? Hätten wir doch gleich hier abstellen können, ja. Gleich wahrscheinlich schon für anderweitig vergeben.
Ja, hätte ich jetzt Leertaste als Siefer, wäre schöner, weil da konnte ich zwischendurch dann nochmal drauf drücken. Mit der anderen Hand. Geht aber leider nicht. Ja, muss ich mal gucken. Da gibt es, glaube ich, auch schon so einen Mod für. Können wir gleich mal gucken, was wir danach nochmal fahren. Das ist ja doch schon eine halbe Stunde, ein bisschen kurz für eine Fahrt. Kann man nochmal raussuchen, was Schönes. Mir leid, Jungs und Mädels, wir fahren nicht, wir fahren nicht. Naja, ist mal wieder typisch hier. Haben wir noch keine Zustimmung? Na, die sind witzig. Wie sollen wir denn die Weiche theoretisch von hier stellen? Wir hätten uns erstmal vorlassen müssen und dann hätten wir die Weiche stellen müssen, theoretisch. Da ist wieder ein Fahrdienst hier. Gut, dass wir unseren Kollegen hinten rausgelassen haben, ne? Wir die Weiche schon stellen können. So, zumindest haben wir bei dem Szenario gleich einen Feierabend. Schauen wir mal. Ja, da dürfen wir theoretisch dann schon gar nicht mehr weiter, wenn wir eine E-Lok hätten, aber wir haben ja Gott sei Dank einen Diesel. Sehr interessant.
Ah, wir können die Türen nicht aufmachen. Mist. Wir kommen ja gar nicht raus. Ja, okay. Naja, wir haben es nicht vollständig, aber wir zu spät waren in Villingen. Naja, aber da kann man nichts machen. Wenn man nicht das nochmal fahren sollte, dann wird auf jeden Fall abgeschlossen sein. Jetzt kennt man ja ungefähr da, wo man halten soll, ne? Theoretisch können wir auch überall durchfahren, weil das merkt der Terrain-Simulator ja nicht. Ist ja so ein bisschen fiese, ich weiß. Können auch eine Karriere machen, mal, glaube ich. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Mal gucken. Mal mit einem von diesen schicken Fahrzeugen von TDK fahren, wo man so viel Lust drauf hat. Ja. Oder wir fahren, gibt es auch Münster-Bremen irgendwas? Aber ich glaube, die haben keine Karriere-Szenarien gemacht. Wenn mich alles nicht täuschen sollte. Doch, Münster-Bremen hat auch Karriere. Okay. Und warum habe ich das nicht geschafft mit Punkte? Das ist ja wohl eine Frechheit. Was habe ich da denn gemacht? IC1 möchte ich jetzt nicht so unbedingt fahren. Da nehmen wir dann nochmal. Keiner da wahrscheinlich, der noch irgendwas Interesse hat, was wir fahren? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann muss ich wieder entscheiden. Was ist das hier? Okay. Auch von Euro weiß ich nicht, glaube nicht so das Wahre. Schon was älter die Strecke. Da fehlt so ein bisschen die Signalisierung und ja, ATC ist glaube ich auch noch nicht so 100% da. Bereitschaftsdienst, schwere Fracht für Visedin wäre auch interessant. Oder was machen wir denn? Was ist das? Teilte unerwartet groß mal Kies und Schotter verkaufen können. Okay. Ganz unerwartet. Könnten wir das hier noch mal probieren hier? Das wäre natürlich auch interessant. Noch mal Dampflok fahren. Da habe ich nämlich noch keine Punkte. Vielleicht ist das jetzt, wo ich einen neuen PC habe und das alles ein bisschen flüssiger geht, hier vielleicht ein bisschen leichter zu schaffen. Ich weiß auch nicht, welche Probleme ich da hatte das letzte Mal. Ich war auch wahrscheinlich schon was länger her, wo ich es so ausprobiert hatte. Tja, und das Flensburger Malz ist mir leider ausgegangen. Mist. Habe ich kein Flensburger Malz mehr. Muss ich immer nach Schorndorf fahren, weil das gibt es nur beim Obenaus da oben. Ja, Getränkemarkt hier im südlichen Schleswig-Holstein wollte ich gerade sagen. Schwabenland hier, Schwäbische Alb. Ja. Ja, eigentlich gar nicht so südlich, ne? Das ist eigentlich der nördliche fast oder mittlere Schwäbische Land hier. Keine Ahnung. Ach so, ja. Das ist logisch. Ich habe ja diese Deluxe-Strecke da installiert, deswegen. Also deswegen klappt das nicht. Ist mir aber wurscht. Wir machen es trotzdem. So, also guten Morgen, Lokführer. Willkommen bei der Wuchtalbahn. Talbahn, so heißt das. Sie übernehmen die Baureihe 86 hier von Immendingen aus, halten an Ihrem Bahnhof und fahren bis zum Bahnhof, was heißt das, Pfützen, wo Teil 1 abschließt. Bitte lassen Sie die Fahrgäste hier aussteigen, bevor Sie abfahren. Pfützen, okay.
Was war das? Driver Assistant ist off. Was heißt das? Also ich hoffe, der Heizer ist da. Ich kann das nämlich nicht. So, da das eine alte Lok ist, ich fahre jetzt hier ohne PZB. Das ist langweilig bei so einer Dampflok mit PZB, ist ja Quark. Mal ein bisschen was aufpumpen hier, dass wir nicht ganz leer sind im Bremszylinder. Jetzt habe ich ganz vergessen, den Sound nochmal zu gucken, hier in Soundeinstellungen. Das ist bestimmt immer noch, ja, wie heißt das, nicht aus der, mein Gott, hier, das pfeift ihr hier. Aber ist nicht so laut bei euch. War noch offen. Wieso das? Ich dachte, wir haben Ausfahrt. Jetzt muss ich erstmal selber gucken, ob ich einen Heizer aktiviert habe. Sonst ja, sieht es aus. Ja, den machen wir aber rein. Automatischen Heizer, da bin ich noch nicht so normal. Die Türen waren noch offen. Der war doch unten schon durch. Ja, probieren es nochmal. Also das möchte ich jetzt wissen hier. Leute, mit welchen offenen Türen soll man denn hier bitte fahren? Ist der TES ein bisschen Mischuge? Es gibt gar keine Türen bei den alten Karren hier. Hä? Wo sind da Türen, die man öffnen kann und schließen kann? Man fährt hier immer mit offenen Türen. Ja. Aber eine neue Schussscheibe hinten drauf stecken. Frechheit. Mal wenigstens so eine schöne Lampe rein machen können hier. Mann.
So, woran kann ich jetzt erkennen, dass meine Türen geschlossen sind, wenn ich keine Türen habe? So, er hat jetzt hier zipplepp und es ist nicht auf. So, und jetzt versuchen wir mal anzufahren. Ja, das klappt doch. Gegengleis, sehr schick. Ja, man merkt, dass ich nicht die Dampflok gefahren bin bisher. Ich brauche ein bisschen zu viel eingebremst hier. Thank you.
Ja, ist schon ein bisschen schwieriger zu bremsen hier mit dem alten Fahrzeugen hier. Servus und moin moin, Mr. Mod. Ich hoffe, der Sound ist so in Ordnung, dass das nicht zu laut ist mit den Fahrgeräuschen. Eieieiei. Fast vorbeigeschossen oder sind sogar vorbeigeschossen? Naja, okay. Ja, fahren wir bis zum nächsten. Also mit der Dampflok ist schon ein bisschen schwieriger jetzt zu bremsen. Also die so schlapp, die so schlecht sind, die Bremsen. Kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Wir waren noch nicht mal schnell. Ungefähr Betriebsbremsung jetzt, die normale Bremsung. Mein Gott, so auf meinen Wochen sehr laut gestellt. Zumindest auf meinen Kopfhörer. Ich erstmal richtig einbremsen hier und gucken, wie die funktionieren, die Bremsen.
ganz schön knapp hier mit dem Ding hier, mit dem Zug. Aber würde theoretisch passen mit den Wagen. Theoretisch passend. Naja, vielleicht kriege ich ja diesmal ein paar Punkte. Schauen wir mal. Text habe ich gar nicht geändert hier. Also HZL bin ich schon gefahren, das Szenario von Seele. Jetzt bin ich gerade eigentlich hier beim Karriere-Szenario. Mal ein bisschen am Testen. Das ist mit Dampflok hier. Schön leise ist. Release steht wahrscheinlich nicht Release, sondern im Deutschen, wie heißt das, wird das heißen, Mensch, wie heißt das? Also hier heißt Release dann wahrscheinlich, dass man auffüllen. Also was die VR-Loks auch eingebaut haben. Also bei den KMH muss ja aber eigentlich ein bisschen besser bremsen. Ja, ungefähr 2 Minuten zu spät jetzt. Naja, aber zum Testen reicht es allemal. Aber mache ich jetzt keinen Screenshot von. Nee. Warum bloß nicht? Keine Beweisaufnahme hier.
denke mal, jeder Heizer wird sich freuen, bei Michael Lokführer hier zu haben. Da haben wir schon was zu tun hier, wenn ich bei meiner Einstellung gucke. Da möchte auch jeder mitarbeiten. Haben wir fast mal die 80 km/h geschafft. Und dann muss ich wieder bremsen. Ist das fies. Ja, hier muss man ein bisschen drinnen fahren, sonst sieht man ja gar nicht, wie viel Bremsleistung man reingibt hier, mit dem Druck. Jetzt haben wir ungefähr 4,0 Bar Hauptluftleitung. So, muss man wieder ein bisschen ausfüllen, 4,2 Bar ist ungefähr Betriebsbremsung. Ich glaube 40 km/h ist ein bisschen schnell in den Bahnhof einzufahren, habe ich gemerkt. Weiß ich nicht, ob das wirklich so viel mit ausmacht, aber das Hinti müsste eigentlich schaffen, dachte ich mal. Ganz stehen bleiben, noch mit dem Bahnhof reinkommen. So, und jetzt ein bisschen mehr einbremsen. Nee. Irgendwann müssen wir es ja mal hinkriegen hier mit dem Dampfzug. Ah, nicht ganz. Aber doch, das passt. Gerade eben. Aber ein bisschen hart gebremst am Ende. Ja, dann kriege ich heute wohl keine Punkte mehr hier. Ne, schwierig, schwierig. Deswegen habe ich es eigentlich angefangen, weil ich eigentlich Punkte mir sammeln wollte, aber ne, klappt hier bei dem Szenario nicht. Dazu bin ich zu selten gefahren mit Dampflok.
ist sehr ärgerlich. Wir sind nur bei einem nicht gehalten und deswegen dann noch die ganze Zeit zu langsam gewesen. Aber ich bin mit der Loksteuerung noch nicht so gut vertraut, das merkt man wahrscheinlich auch. Also dass ich auf 80 km/h komme, das ist ja, das ist glaube ich noch zu lange. Schafft man die Zeiten nicht einzuhalten. Wieder fast bei 80 km/h und dann kommt jetzt schon wieder eine 50. Was soll denn der Scheiß? Mensch. Wollte ich doch einmal die 80 km/h ausfahren hier. Jetzt warte ich kurz. Vielleicht kriegen wir das mal hin. Müssen wir hinkriegen. Müssen wir hinkriegen. PZB habe ich ja nicht eingeschaltet hier bei der Lok. Ja, aber eh schon zu wenig Punkte hier. Macht auch nichts mehr. Auf jeden Fall haben wir einmal die 80 erreicht. Sollte ich nicht einmal schaffen, die machen heute. Jawohl, ja. Da haben wir jetzt einen ganz, ganz, ganz langen Weg hier, bis wir da ankommen. Ach Gott, das schaffen wir auch nicht, hier noch ein paar Punkte abzusammeln, zu halten. 65, also zum einen Punkt vielleicht schon mal kommen. Wahrscheinlich nicht. Eieiei. Zum Glück müssen wir nicht auf dem Stumpfgleis. Da nicht genau bremst, dann kracht es. Wow, nicht kaputt fliegen hier in den Haus rein. Ja, wieder 2 Minuten verspätet, ein bisschen was wieder haben wir rausgeholt, glaube ich. Wir haben, glaube ich, eben noch ein bisschen mehr verspätet. Ach, wir müssen eh noch ein bisschen weiter. Ich dachte, das wäre schon Endstation. Ja, gut. Na, dann gucken wir nochmal. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein paar Punkte. Ist nur zügig genug sein, aber können wir ja gar nicht. 30 hier nur. Schön. Na, jetzt ist das sowieso zu spät hier. Da kriegen wir keine Punkte mehr. Zumindest keine 141 mehr. Wir sind erstens nicht pünktlich. Und ich bin gleich wieder zu schnell. Thank you.
Allerdings verstehe ich die 30 jetzt nicht so richtig hier in dem Bahnhof. Ist das Original echt 30 km/h durch den Bahnhof? Also normalerweise ist ja nur 30, wenn man einen Stumpfgleis reinfährt oder besetzte Gleise. Der besetzte Gleise nur 20. Keine Ahnung. Also 30 zu 40 wäre eigentlich eher so, was ich hätte gedacht hätte. Ui, wir haben schon minus 517 R, weil man ein bisschen zu schnell ist hier. Den hatte man auch keine Chance, das wieder reinzuholen. Vielleicht nicht auszubremsen. Wollt ihr mich verscheißern, dann müsst ihr ausreichen, 4,2 Bar passt. Dann müsst ihr eigentlich theoretisch schon stark bremsen. Bremseigenschaften sind nicht ganz so 100%. Bahnhof 14, ja bis Bahnhof 14 stimmt. Das ist duster jetzt im Tunnel hier. Kein Licht an im Passagierraum. Oder einfach nur etwas dunkel, das Licht. Also wir Passagierraum, wir stehen hier draußen. Ach, okay. Da ist eine Lichtquelle. Da ist eine Lichtquelle. Aber da sind doch die Lampen. Hier ist nur eine drin in der Fassung. Da ist klar, doch das ist auch eine drin. Aber warum sind denn die nicht an? Irgendwo in der Mitte das Licht reingeknallt. Okay. Ja. Kann man schon machen. Muss man auch nach 3 Kilometer ist dann der nächste Bahnhof hier. Aber hier eine schlechte Strecke sein hier. Wenn man nur mit 40 rumgurken darf. Ja, und da möchte ich nicht gerne wohnen. Eine Dampflok rumfahren, ne? Also das muss schon auch sein. Da muss man schon so richtiger Dampflok-Fan sein, dass man da in der Nähe wohnen möchte. Und dann immer die Dampfloks rumfahren.
kurz was testen, ob das auch geht. Als Bremse. Aber es sieht gut aus. Muss man so ein bisschen besser bremsen, glaube ich. An der Bergabstrecke. Also die Klotzbremse benutzen, die gehen dann ja irgendwann drauf hier. Was haben wir da denn für ein Spitzensignal? Ja, weil man das eben nicht weiß. Das ist definitiv kein Spitzensignal. Ah, das kann man ja auch rückwärts gestellt, aber wahrscheinlich, ne? Was ist das denn für ein Quatsch? Seit wann stellen sich denn bei Dampfloks die Lichter richtig ein, wenn man rückwärts fährt, auch rückwärts? Also das ist ja auch eine lustige Erfindung. Muss ich ja schon sagen. Ja. Sind wir denn hier bei der Modellbahn? Gott, sind wir pünktlich, Mensch. Aua, aua, mein Gott, immer hier gehe ich die Büsche und Bäume hier, gibt's ja noch nicht. Müssen wir doch die Bremse ein bisschen heiß fahren hier. Naja, meinetwegen. Gut, dann sollten wir gleich bald da sein. Gucken, ob wir nachher noch mal ein bisschen was streamen hier. Aber Train-Simulator dann später nicht mehr. Nicht, dass ich das mit meiner Frau noch eingerichtet bekomme bei ihrem PC, das mit, wie heißt das, Streamlabs hätte ich jetzt mal gesagt, OBS, dann würden wir gerne nochmal Age of Empires spielen, hier als Multiplayer, gegen Computer, gegen den Computer, Mittel, glaube ich, da mal ein bisschen rumeiern, mal gucken, da müssen wir erstmal sehen, ob wir das hinkriegen,
zügig einzustellen alles. Schauen wir mal. Was für Betriebsbremsung haben, damit man nämlich schneller wird, ne? Wie es noch aussieht hier. Ach, sehr schön. Ist auf den kleinen Grafikpack hier. Jetzt fehlt ja nur noch diese Western-Ansicht auf dem Dach. Hä? Geht gleich wieder in den düsteren Tunnel. Schauen wir mal, wie wir was erkennen können. Ich hoffe, dass in nächster Zeit, dass ich da ein paar mehr Videos machen kann. Heute habe ich jetzt mal einmal Ruhe. Dann bin ich morgen schon wieder arbeiten. Montag wieder arbeiten. Dienstag bin ich mit meiner Frau wahrscheinlich unterwegs. Da muss ich mal gucken, ob ich dann noch Zeit finde. Mittwoch vielleicht dann nochmal habe ich Ruhe. Da könnte dann was werden, dass ich da nochmal streamen kann. Eventuell Mittwoch. Dann, ja, mal sehen, Donnerstag bin ich schon wieder arbeiten. Und dann mal gucken, da weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, bis wann. Wind von links vorne. Und vielleicht dürfen wir offiziell mal pfeifen. Ein paar Pfeiftafeln stehen da unten schon drin.
typisch. So, dann haben wir noch, wie viel? 2,22 Kilometer bis Fützen, Bahnhof Fützen. Und dann haben wir es durch. Mit einer miserablen Bewertung. 1075. Ist halt keine E-Lok und keine Diesel-Lok. Ich habe keine Dampflok-Berechtigung. Keine Einweisung. Geht ja die ganze Zeit nur bergab. Wie weit sind wir denn jetzt schon unten? Wie viele Kilometer hier runtergeprasselt hier? Stand da ehrlich 10 dran? Kaum zu glauben. Verlässt man sich einmal auf die Hut. Naja, wir wollen ja das Ergebnis noch ein bisschen schlechter machen. Ist ja kein Wunder, dass man so lange braucht bis zum Bahnhof, wenn man hier mit 10 km/h rumgurken darf. Ich weiß ja. Da darfst du gar nicht Gas geben, groß hier. Das ist doch bestimmt nur wegen diesem BÜ oder was hier. Deswegen 10 km/h, meine Fresse, sind noch schlimmer als dazwischen, wie heißt das, Wilferdingen Singen und Karlsruhe da. Ist auch so ein Bahnübergang, wo man nur mit 20 rüber eiern darf. Aber 30, ne, sogar mit 30. Aber 10, das ist ja schon übertrieben. Muss man wieder vernünftige Sicherung einbauen. Leben wir denn? Jawohl, so bin ich jetzt gleich da, Mensch. Sind wir gleich da? Ja. Das ist ein schickes Ergebnis. Minus 4125.
einmal so rübergerutscht hier. Ja, wir wollen jetzt ja nicht immer hier nur die ganze Zeit Akademie-Spiele spielen hier, ne? Brauche ich normalerweise sonst ja nicht, aber für eine Dampflok wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber das mache ich dann wahrscheinlich offline, nicht online. So, jetzt sage ich erstmal, ja, auf Wiedersehen. Das spielen wir das nächste Mal irgendwann mal wieder, aber jetzt nicht mehr heute, nicht wahr? Ne, funktioniert meine Kürzel hier wieder nicht, was ist das? Ah, doch, funktioniert. So. Danke an die Leute, die kurzzeitig, die mal da waren, die mal weg sind, die vielleicht mal wiederkommen und so, ne? Und dann hört man sich wieder, man sieht sich wieder und dann das nächste Mal auch vielleicht schreiben, wenn da mal schockmäßig das nicht so richtig klappen sollte. Jo, dann danke ich vor allen Dingen den Leuten, die dann mal zwischendurch mal reingeschaut haben. Und man hört und sieht sich wieder. Bis dann, vielleicht auch bis später.